Langweilen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz? Das ist keine Schande, das geht vielen Menschen so. Oder vielleicht hatten Sie in letzter Zeit eine Pechsträhne und wurden von Ihrem alten Job entlassen oder gekündigt? Das ist eine stressige Zeit und Sie fragen sich wahrscheinlich, welche Art von Karriere wäre die richtige für mich? Vielleicht wollen Sie etwas Aufregendes, wie die Jagd auf entflohene Monster aus Hochsicherheitsgefängnissen. Vielleicht wollen Sie etwas, das Sie intellektuell anspricht, zum Beispiel mit einigen der besten Köpfe der Welt zusammenarbeiten, um Antworten auf mysteriöse alte Geheimnisse zu finden. Oder vielleicht sind Sie der ehrgeizige Typ, jemand mit viel Hashtag Hustle. Vielleicht würde Sie nichts mehr befriedigen, als auf der Karriereleiter ganz nach oben zu klettern. In eine Position, die Sie zu einem der mächtigsten Menschen auf dem Planeten machen würde. Wenn eines oder sogar alles davon auf Sie zutrifft, dann wäre Ihr perfekter Beruf vielleicht die Arbeit für die SCP-Stiftung. Eine unglaublich mächtige, streng geheime Organisation, die sich der Sicherung, Eindämmung und dem Schutz des Übernatürlichen auf der ganzen Welt und darüber hinaus widmet. Sie könnten eines der tausenden kleinen Rädchen sein, die diese Organisation am Laufen halten und die Welt von übernatürlichen Bedrohungen schützen. Aber Sie kommen nicht einmal in Ihren örtlichen Country Club. Wie können Sie Ihren Weg in eine der elitärsten Gruppen der Geschichte finden? Nun, wir können nicht behaupten, dass es einfach ist, aber es ist definitiv nicht unmöglich. Heute werden wir Ihnen einen Überblick über die möglichen Wege geben, wie Sie in die stolzen Reihen der SCP-Stiftung eintreten können. Mit Hilfe von Akten und Belegen aus der Datenbank der Stiftung haben wir herausgefunden, welche Positionen bei der SCP-Stiftung zu besetzen sind und welche Maßnahmen und Qualifikationen Sie benötigen, um es zu schaffen. Allerdings können wir nicht versprechen, dass Sie dabei nicht gekündigt, verdampft, gefressen oder in eine schreckliche Taschendimension geschickt werden. Zunächst ist es wichtig, dass Sie genau wissen, wofür Sie sich bewerben. Die SCP-Stiftung ist eine komplexe Gruppe, aber zum Glück hat sie eine Befehlsstruktur, die ziemlich einfach zu verstehen ist. Das hilft uns dabei, die angebotenen Stellen herauszufinden, sodass Sie Ihr LinkedIn-Profil entsprechend aktualisieren können. Es gibt zwei Hauptkategorien von Stellen, die hier im Spiel sind. Wir haben Sicherheitsfreigabekategorien, die von 0 bis 5 reichen, und wir haben Personaleinstufungen, die von der A-Klasse bis zur E-Klasse reichen. Lassen Sie uns das für Sie aufschlüsseln. Die Sicherheitsfreigabe der Stufe 0 umfasst Tätigkeiten wie Logistik und Hausmeisterdienste. Das ist die niedrigste Einstiegsstufe aller Jobs bei der Stiftung, und man wird Ihnen im Grunde nichts sagen. Sie könnten genauso gut die Toiletten in einem örtlichen Fitnessstudio reinigen. Stufe 1 umfasst die meisten der gleichen Tätigkeiten wie Stufe 0, nur dass diese Mitarbeiter ihre Arbeit in größerer Nähe zu Anomalien verrichten. Sie werden also immer noch Toiletten putzen, aber unter größerer Lebensgefahr. Stufe 2 ist die häufigste Freigabestufe und deckt die meisten Stellen ab, auf die Sie sich bei der Stiftung bewerben können. Nachwuchsforscher, Außendienstmitarbeiter, Eindämmungsspezialisten. Sie haben ein gutes Verständnis für die Seltsamkeiten Ihres Berufs, aber Sie sind immer noch von den großen Geheimnissen ausgeschlossen. Stufe 3 ist eine Stufe höher und umfasst die meisten leitenden Forschungsmitarbeiter, Projektmanager, Sicherheitsbeauftragte, Mitglieder von Reaktionsteams und Mitarbeiter der mobilen Taskforce, auf die wir später noch näher eingehen werden. Stufe 4 ist streng geheim und nur hochrangigen Verwaltungspositionen wie Standortleitern, Sicherheitsdirektoren oder Kommandanten der mobilen Einsatzkräfte vorbehalten. Und schließlich Stufe 5, die Zugang zu allen Geheimnissen der Stiftung und mehr gewährt. Dies ist vor allem dem O5-Rat und den ihm direkt unterstellten Personen vorbehalten. Wir sagen nicht, dass es unmöglich ist, in einen dieser 13 Sitze der ultimativen Macht zu gelangen, aber es ist wahrscheinlich unmöglich. Die Personalklassen A bis E sind etwas einfacher zu handhaben. Je weiter Ihr Buchstabe im Alphabet steht, desto gefährlicher ist Ihr Job, da Sie in größerer Nähe zu Anomalien arbeiten. Mitarbeiter der A-Klasse gelten als kritisch für den Betrieb der Stiftung, wie zum Beispiel der O5-Rat, sodass sie normalerweise nicht einmal in die Nähe einer Anomalie kommen dürfen. Die D-Klasse, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, sind Versuchskaninchen, die regelmäßig in die Fänge von Anomalien geworfen werden, um zu sehen, was passiert. Schlimmer ist nur noch die E-Klasse. Sie gilt für Agenten, die bereits aktiv von Anomalien betroffen sind und daher unter Quarantäne gestellt werden. Jetzt, da Sie die Kommandostruktur der SCP-Stiftung vollständig verstanden haben, können wir über spezifische Rollen sprechen und darüber, was es braucht, um diese verschiedenen Jobtitel an Ihren Namen angehängt zu bekommen. Wir beginnen mit den Niedrigsten der Niedrigen und arbeiten uns bis zur Spitze der Pyramide vor. Fangen wir an mit der D-Klasse. Der Vorteil von der D-Klasse ist, dass man nicht wirklich irgendwelche Qualifikationen braucht, um Mitglied zu werden. Die meisten D-Klasse-Mitarbeiter sind Insassen der Todeszellen. Wenn man also ein paar Kapitalverbrechen begeht und erwischt wird, kommt man wahrscheinlich in Frage. Schließlich ist der Personalwechsel in der D-Klasse aus offensichtlichen Gründen ziemlich verrückt. Der Nachteil ist, dass Sie wirklich, wirklich, wirklich nicht die D-Klasse werden wollen.
Es gibt zwar einige seltene Beispiele dafür, dass sich das Leben von D-Klassen verbessert hat, wie bei einem, der entlassen wurde, um ein Jurastudium zu absolvieren, nachdem er von SCP-5094 unterrichtet wurde. Aber es ist ein Job, der buchstäblich in die Sackgasse führt. Aber nehmen wir an, Sie haben etwas mehr Glück und der Job, den Sie suchen, ist zwar immer noch gefährlich, aber er bietet Ihnen zumindest eine anständige Rente und eine zahnärztliche Versorgung. Wir sprechen hier von den alltäglichen Jobs, die die ganze Stiftung am Laufen halten. Baustellenpersonal. Wenn Sie vor Ort oder in einem der Hunderte oder gar Tausende von Sicherheitsbereichen arbeiten, die die Stiftung auf der ganzen Welt unterhält, stehen Ihnen 4 verschiedene Karrierewege offen. Eindämmungsspezialist, Forscher, Sicherheitsbeauftragter und taktischer Einsatzleiter. Eindämmungsspezialisten sind, wie der Name schon sagt, Experten für die Aufrechterhaltung der Eindämmung von Anomalien. Dieser Karrierepfad teilt sich in 2 mögliche Zweige. Im aktiveren der beiden Zweige betreten Eindämmungsspezialisten Zonen mit aktiver anormaler Aktivität und dämmen die Anomalie ein, um sie zum nächsten Einsatzort zurückzubringen. Um diese Laufbahn einzuschlagen, sollten Sie aufgrund des riskanten und taktischen Charakters der Arbeit wahrscheinlich einen militärischen Hintergrund haben. Der zweite Zweig ist etwas weniger praxisorientiert. Dies sind die eigentlichen Ingenieure und Techniker, die mit den Forschern zusammenarbeiten, um die Eindämmungsverfahren für die verschiedenen SCP zu entwickeln. Für diese Aufgabe müssen Sie nicht nur Physik und Technik auf Expertenniveau verstehen, sondern auch außerordentlich kreativ sein. Sie müssen über den Tellerrand hinausschauen, um die Anomalien im Kasten zu halten. Ein immer wiederkehrendes Thema, wenn es um Jobs bei der Stiftung geht, ist, dass man die Stiftung nicht nach einem Job absucht, sondern dass sie einen findet, wenn man die richtige Person ist und Potenzial zeigt. Bei den Forschern ist es ähnlich. Es handelt sich um die besten Forscher der Welt, die von der Stiftung ausgewählt wurden, um die Sache zu unterstützen. Wenn Sie eine echte Leidenschaft für Wissenschaft haben, unter anderem in den Bereichen Biologie, Physik, Chemie, Botanik und Xenobiologie, und bereit sind, hart zu arbeiten, um die Spitze Ihres Fachgebiets zu erreichen, klopft die Stiftung vielleicht an Ihre Tür. Ähnlich wie viele renommierte Universitäten berücksichtigt die Stiftung manchmal auch Altbewerber. Der berühmte Dr. Bright zum Beispiel wurde Mitglied des Forschungskorps der Stiftung, weil seine Mutter und sein Vater für die Stiftung arbeiteten. Und es hat nicht geschadet, dass auch einige seiner Geschwister anormal waren. Als nächstes folgen die Sicherheitsbeauftragten, die informell auch als Wachleute bezeichnet werden. Dieser Job ist allein schon wegen der Bezahlung eine Bewerbung wert, da er wahrscheinlich mit einer guten Gefahrenzulage verbunden ist. Die meisten Sicherheitsbeauftragten nehmen physische Bewachungsaufgaben wahr und rekrutieren sich aus der Strafverfolgung, dem Strafvollzug und dem Militär. Die andere Hälfte der Sicherheitsbeauftragten arbeitet jedoch im Bereich der Informationssicherheit und wird aufgrund ihrer IT-Kenntnisse und ihres Hintergrunds in der Geheimdienstbranche ausgewählt. Und schließlich gibt es für das Standortpersonal die taktischen Einsatzkräfte. Erwarten Sie jedoch nicht, dass Sie diesen Job bekommen, wenn Sie einen zivilen Hintergrund haben, denn diese Spezialkräfte sind die erste Verteidigungslinie zwischen den Städten der Stiftung und externen Bedrohungen, von anormalen Angreifern bis hin zu feindlichen Interessengruppen, die versuchen, sich einzuschleichen. Wenn Sie diese Stelle anstreben, müssen Sie wirklich die Stunden, Tage, Monate und Jahre investieren, um beim Militär aufzusteigen. Wenn Sie den Job bekommen, werden Sie wahrscheinlich an einem der größeren und wichtigeren Standorte stationiert, um ständig auf der Hut vor potenziellen Bedrohungen zu sein. Aber sagen wir mal, Sie wollen nicht auf einem Sperrgebiet arbeiten. Vielleicht möchten Sie reisen, die Welt sehen, etwas Aufregendes erleben. Zum Glück gibt es 2 verschiedene Karrierewege, die Ihnen genau das ermöglichen. Außendienstmitarbeiter und Mitglieder der mobilen Einsatztruppe. Die Stelle des Außendienstmitarbeiters ist eine der leichter zugänglichen in der Stiftung, was vor allem daran liegt, dass es so viele Einstiegsmöglichkeiten gibt. Wenn Sie eine außergewöhnlich aufmerksame und diskrete Person sind, ist dieser Job wahrscheinlich genau das Richtige für Sie, da Sie im Grunde ein Spion für die Stiftung sind. Der Job kann Ihnen angeboten werden, wenn Sie in der Strafverfolgung, bei der Regierung oder in irgendeiner Art von Notfalldienst arbeiten. Diese Undercover-Agenten infiltrieren auch Interessengruppen oder Geheimgesellschaften, die die Stiftung im Auge behalten möchte, wie die Serpent's Hand oder die Kinder des scharlachroten Königs. Wenn Sie eine dieser Positionen schon haben oder bereits als Feldagent für den normalen Geheimdienst arbeiten, könnte es Ihre Berufung sein, ein Feldagent der Stiftung zu werden. Die mobilen Einsatztruppen oder mobile Taskforces sind ein wenig extremer. Sie bestehen aus Eliteagenten aus allen Teilen der Stiftung, oft mit einem Schwerpunkt auf militärischer Erfahrung. Je spezialisierter Sie sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie einen Platz in einem dieser Teams erhalten. Sind Sie ein Experte für Sprengstoffe? Versuchen Sie es bei MTF Epsilon-9, den Feuerschluckern. Oder Experte für Epidemiologie? Dann ab zur MTF Beta 7, den Medshatters. Sie sind eine wohlwollende Anomalie, die mit den Interessen der Stiftung übereinstimmt, dann ist MTF Alpha 9, auch bekannt als letzte Hoffnung, genau das Richtige für Sie.
Gelegentlich rekrutiert die Stiftung sogar ehemalige Mitglieder feindlicher Interessengruppen in MTFs. Natürlich gibt es viele Wege in diesem Beruf. Aber keiner davon ist einfach und der Job birgt enorme Risiken, da MTFs so oft im Einsatz sind. Was aber, wenn sie schon immer eher ein Anführer als ein Mitläufer waren? Sie sind ein geborener Manager, jemand, der alles im Griff hat, was anormal ist. Vielleicht liebäugeln sie mit der Rolle des Standortleiters, dem alle anderen Abteilungsleiter am Standort direkt unterstellt sind. Wie bekommen sie den Fuß in die Tür? Das ist ganz einfach. Standortleiter arbeiten zunächst in einer anderen Funktion für die Stiftung, zum Beispiel als Forscher oder Sicherheitsbeauftragter, und steigen dann einfach auf, bis sie die höchste Position in dem Standort erreichen, in dem sie arbeiten. Oftmals waren Standortleiter zuvor sehr engagierte Forscher wie Dr. Bright oder Dr. Gears. Und schließlich die größte Frage von allen: Wie wird man Mitglied des legendären O5-Rates? Aufgrund der äußerst mysteriösen Natur des Rates ist dies schwer zu sagen. Genaue Informationen über die einzelnen Mitglieder und ihre Vergangenheit sind geheimnisumwittert. Aber es liegt nahe, dass alle neuen Mitglieder von einer Mehrheit der bereits bestehenden Ratsmitglieder gewählt werden. Wie Dr. Brights Vater Adam Bright ist es theoretisch möglich, sich den Hintern abzutrainieren und durch jahrzehntelangen Einsatz in den O5-Rat zu gelangen. Aber das ist wahrscheinlich reine Zeitverschwendung. Die Wege des Rates sind schließlich unergründlich. Wenn wir heute etwas gelernt haben, dann, dass es nicht leicht ist, einen Job bei der Stiftung zu bekommen, der sich wirklich lohnt. Aber hey, wenn man bedenkt, dass die Stiftung ihre schattenhaften Finger überall drin hat und ihre Tausenden von Fraktionen weltweit von ebenso vielen öffentlichkeitswirksamen Tarnfirmen verdeckt werden, könnte es ja sein, dass sie bereits für die Stiftung arbeiten. Schaut euch jetzt SCP-5545 Abnormalität und SCP-5000 Warum? Die komplette Geschichte an, um weitere Geheimnisse aus der SCP-Stiftung zu lüften. Bis zum nächsten Mal.